So, wir machen ein Video zum Full Moon Full Stop. Leute, die mich schon ein bisschen länger kennen, wissen, dass ich dieses Werkzeug seit ungefähr, weiß nicht, 4 Jahren jeden Vollmond benutze. Und ich möchte mal erklären, warum macht man das? Wozu ist das Werkzeug gut? Full Moon Full Stop ist ein Werkzeug, eine soziale Technologie. Und ich möchte mal kurz erklären, wie das funktioniert, warum man das macht und was es damit auf sich hat. Und ja. Ich gehe mal direkt hier ins Detail. Also erstmal die Frage, warum überhaupt Full Moon und Full Stop? Also erstmal zum Hintergrund, Full Moon, also das Full Stop Werkzeug oder Stop Werkzeug ist ein Werkzeug, das ist geschaffen dafür, um mit Überlebenssituationen so umzugehen, dass man nicht in Panik gerät und dass man Lösungen findet, Pläne machen kann, die einigermaßen plausibel sind und eine Chance haben, erfolgreich zu sein. Warum der Vollmond? Und wir fangen mit dem Vollmond an, weil der Vollmond erstmal neutral ist. Ja, es ist unabhängig von Religion und Nationalität und weiß ich nicht, was für Unterschiede wir Menschen uns so ausgedacht haben. Der Vollmond ist erstmal neutral. Es ist egal, ob man ein Mensch ist oder irgendeine andere Art auf diesem Planeten. Der Vollmond ist neutral und es ist global. Es ist ein Phänomen, was weltweit am gleichen Tag passiert. Ja, der Vollmond ist global. Und das ist auch was Schönes, das kann Gemeinschaft schaffen, wenn man weiß, dass weltweit anderswo auch noch Leute stoppen heute an diesem Tag. Und ja, es schafft natürlich Perspektive. Ne? Also einfach diesen Himmelskörper zu sehen, der einfach sehr groß ist und da kann man ein bisschen über sich nachdenken, wie der Mond auch auf die Erde vielleicht guckt, wie ein bisschen so wie ein Spiegel. Und es verschafft Perspektive und es verschafft Naturverbindung, weil halt wirklich auch alle anderen Arten, die mir zumindest bewusst sind, irgendwie vom Mond beeinflusst werden oder sich auch nach dem Mond richten. Und der Rhythmus, diese Routine, vielleicht auch Tradition, jeden Monat am oder um den Vollmond herum ein bisschen stoppen und innehalten und in sich zu gehen und dieses Stoppwerkzeug anzuwenden, ist eventuell keine schlechte Idee. Und es schafft natürlich auch Sicherheit, solche Routinen, ne, und Rhythmen. Jetzt mal ins das Stoppwerkzeug selbst. Also das Stoppwerkzeug selbst wurde geschaffen für den Umgang mit Überlebenssituationen. Und zwar einfach, wenn man in einer Überlebenssituation ist oder zu glauben scheint, ist Panik ja etwas, was sehr verlockend sein kann und Panik ist meistens ein schlechter Berater. Ja, und bevor man jetzt irgendwas macht oder einfach weitermacht wie bisher, einfach zu stoppen, ist in der Regel keine schlechte Idee. Ja, man weiß zum Beispiel, während wir schlafen, haben wir einen relativ geringen Fußabdruck, ja, ökologischen Fußabdruck. Also Schlafen ist wirklich schon mal ein guter Lösungsansatz. Ja. Also der Buchstabe S, ja, von dem Stoppwort heißt halt stoppen. Slow down, also verlangsamen, sit down. Mal hinsetzen, schlafen, eventuell streiken gehen, denn der Vollmond ist ja nicht immer an einem Wochenende. Ja, also eventuell heißt das zu sagen, okay, am Vollmond komme ich nicht zur Arbeit. Ne, Urlaub planen, oder einfach streiken. Also die Idee hinter dem S, hinter dem Stop, ist create an environment for thinking, also ein Umfeld schaffen fürs Denken. Ja, und da gehen wir dann direkt zum Buchstaben T. T, also T. Ja, Tee trinken, Tasse Tee machen, Pott-Tee machen, den ganzen Tag lang Tee trinken vielleicht, sich wirklich gemütlich machen, ein Umfeld schaffen zum Denken. Dann das nächste im Englischen ist thank, also danken. Denn Dankbarkeit öffnet unser Bewusstsein für positives Denken. Ja, Dankbarkeit hat man auch eigentlich immer, egal wie die Situation ist, solange man überhaupt in der Lage ist, noch zu danken, heißt ja, man ist ja noch am Leben und wenn man noch am Leben ist, hat man ja in der Regel auch Grund, dankbar zu sein. In aller Regel, sag ich mal. Ja, und danach geht es direkt sofort richtig zur Sache und zwar Think, also Denken, die 6 Überlebensprioritäten. Sind die nachhaltig abgedeckt, ja oder nein? Denn wir wollen beantworten, haben wir eine Überlebenssituation, ja oder nein? Also Survival Situation, yes or no. Darum geht es beim Buchstaben T. Und eine Überlebenssituation haben wir, wenn eine oder mehr unserer 6 Überlebensprioritäten, die sind hier aufgeschrieben, ja, Food, Air, Water, Health, Shelter, Community, auf Deutsch Nahrung, Luft, Wasser, Gesundheit, Schutz und Gemeinschaft. Ja, das sind die Sachen, die 6 Sachen, die wir zum Überleben brauchen, als Individuum, als Art, als Gemeinschaft.
Kurzes Beispiel, nachhaltig abgedeckt, ja oder nein? Es scheint ja erstmal so, zum Beispiel Thema Nahrung. Der Supermarkt ist direkt um die Ecke, alles gut. Ich kann an einem Arbeitstag ganz viel Kalorien einkaufen von dem Geld, was ich da verdiene. Und dann sitzt man da mit einem großen Bauch und freut sich, dass man sich nicht übers Essen sorgen muss und nicht Hunger leidet. Diese Energie-Input-Output-Rechnung geht also scheinbar auf. Was man dann häufig nicht bedenkt, ist, dass natürlich auch der Betrieb und der Bau des Fischkutters, der die Thunfischpizza letztlich halt auch mit produziert, auch Energie braucht. Und leider ist es echt so, dass die Energie-Input-Output-Rechnung bei keinem Nahrungsmittel in einem deutschen Supermarkt oder in einem, eigentlich wahrscheinlich in jedem Supermarkt weltweit aufgeht. Und das ist wirklich tragisch, denn das heißt, wenn wir mehr Energie brauchen, um das Essen auf unseren Teller oder in unserem Bauch zu bekommen, als das, was wir vom Verzehr dieser Nahrung wiederbekommen, dass wir einfach nicht überleben. Also wir sind in einer Situation, die man dann als Überlebenssituation bezeichnet. Und immer wenn wir nicht nachhaltig Sachen machen, nachhaltig heißt ja so, dass es immer weitergehen kann, dann haben wir eine Überlebenssituation. Jetzt könnte man natürlich in Panik verfallen, aber nein, wir sind ja so schlau, wir gucken jetzt erstmal, was ist denn überhaupt Sache. Und dann sind wir schon beim Buchstaben O, Observe nämlich. Also welche Optionen haben wir? Ja, observe, observieren, Opportunities, welche Möglichkeiten bieten sich uns? Einfach mal eine Art Inventur machen, was ist denn jetzt schon gut? Ja, was kann ich vielleicht so weitermachen oder was kann ich von anderswo übernehmen? Ja, zum Beispiel Kompostklos, damit wir einfach unseren Wasserfußabdruck verringern und weniger abhängig sind von Netzwerken. Oder vielleicht kann ich ja auch mit Low-Tech mich unabhängig machen vom Stromnetz und zumindest meine Kommunikation und mein Licht selbst abdecken. Ja, das ist echt nicht schwer, kann ich auch jedem empfehlen. Also es gibt jede Menge Low-Tech-Lösungen, die man sofort anwenden kann und hat die wichtigsten Stromabnehmer damit selbst abgedeckt, ohne dass man dafür Geld ausgeben muss. Ja, und braucht auch nicht irgendwie Fachmann für sein. Also gibt es sehr viele tolle Open-Source-Sachen. Die Frage, was ist genug? Ja, was können wir überhaupt wollen? Ja, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, denn als Mitglieder der natürlichen Welt gibt es natürlich Sachen, die wir einfach überhaupt nicht dürfen, theoretisch. Ja, also nicht wollen können. Ja, und die Frage, was ist überhaupt genug zum Überleben? Und natürlich auch die Frage, was ist überhaupt mein Traum? Ja, das ist nämlich die Frage, möchte man am sogenannten unfreiwilligen Selbstmord mit weitermachen oder möchte man da rauskommen? Ja, möchten wir leben? Ja, also es ist wirklich eine entscheidende Frage zur Motivation. Warum bin ich hier überhaupt? Was mache ich hier überhaupt? Zum nächsten Buchstabe, P. P wie Plan und positiv. Und zwar im Plan machen bis zum nächsten Vollmond, sodass man übersehbare Schritte hat, Zeiträume, die man verstehen kann, begreifen kann, wo man auch wirklich machbare Pläne machen kann und nicht irgendwie sagen, bis 2025 wollen wir CO2-neutral sein oder so. Es geht ja nicht nur um CO2, es geht ja um Nachhaltigkeit generell, aber wirklich überschaubare Zeiträume bis zum nächsten Vollmond. Und dann kann man auch zurückgucken und seine Erfolge feiern und sich wirklich machbare, aber auch durchaus herausfordernde Ziele setzen. Positiv ist ganz, ganz, ganz entscheidend. Wir wissen, dass man in Überlebenssituationen viel bessere Chancen hat zu überleben, wenn man Humor hat, wenn man positiv ist, wenn man glücklich ist. Und Glück ist ja eine Entscheidung, ne? Eventuell. Also laut Dalai Lama ist ja zumindest, der Weg zum Glück existiert nicht, denn Glück ist der Weg. Genau. Und jetzt gehen wir schon direkt weiter. Go, be good and be one. Und das war's. Alles Liebe.